Shalom Aleichem, wir machen heute eine Fundamentwiederholung von den Regeln von Torah und Mitzvot und Emunah. Und natürlich, wir werden auch viel Anregungen und Fragen stellen, um selbst, jeder soll prüfen, wo braucht er mehr zu lernen und zu vertiefen. In die 13 Grundlehren von Maimonides in Ani Ma'amin, das allererste ist Ani Ma'amin be'emunah shelema, ich glaube mit voller Überzeugung, dass der Schöpfer, gelobt seinen Namen, alle Geschöpfe erschaffen hat und sie leitet. Nur er allein alle Werke vollbrachte, vollbringt und vollbringen wird. Also die Emuna von Hashem ist zu wissen, dass alles in dieser Welt, was passiert, jetzt, früher, später, ist alles von Hashem. Ist alles von Hashem. Und Hashem ist vollkommen, Hashem ist vollständig. Er will Gutes tun. Er will eine Wohnung haben, ein Wohnort in dieser Erde zu bewohnen. Und er will, dass wir ihm nachmachen. Er ist barmherzig. Wir sollen barmherzig sein. Er ist gnädig. Wir sollen gnädig sein. Er ist Erech Apaim. Er ist geduldig. Wir sollen auch geduldig sein. Das heißt, wir haben Emunah in Hashem. Insbesondere, dass alles, was passiert mit mir im tagtäglichen Leben, Gutes als auch sehr Gutes, ist alles von Hashem. Das ist die volle Emunah. Warum bin ich hier? Hashem wollte es. Er hat dazu gefügt. Natürlich in dem Weg, den der Mensch gehen will, dorthin führt man ihn und hilft man ihm. Aber die volle Emunah an Hashem Elokei Israel, ist, dass er ist der Einzige, Echad, der hat keine Helfer, er will nur Gutes tun, alles kommt von ihm. Und von ihm gibt es einen Kontakt zu uns. Wie ist der Kontakt? Durch seine Torah, durch die Mitzvot, durch die Gebete. Das sind die Kontakte, die wir können zu ihm bekommen. Er hat uns gegeben eine Torah, die man nicht tauschen kann. Und er hat ausgesucht eine besondere Navi, Prophet Moshe, der anders ist als alle anderen Propheten. Alle anderen Propheten warten auf einen Termin von Hashem, nur wenn er will. Also es ist ein Weg. Er schickt Einladung zum Zoom. Du kannst nicht einladen Hashem zum Gespräch. Moshe Rabbeinu kann Hashem um Gespräch, um Termin bieten. Das ist der einzige Prophet, der kann Hashem um einen Termin bitten. Er kann mit Hashem sprechen, Mund zu Mund, Gesicht zu Gesicht, Tag und Nacht. Und er muss nicht schlafen oder Träume oder Deutungen. Moshe Rabbeinu ist ein Prophet, der kann nutzen das Wort Se. So, er kann zeigen mit den Fingern und erkennen. Andere Propheten außer Moshe sagen Ko Amar. So hat Hashem gesagt. Was heißt so? So bedeutet irgendeine Metapher, irgendeine Stab, irgendeine Menorah, irgendeine Thron im Himmel. Alle anderen Propheten sind andere Wörter. Wenn Aaron und Miriam haben beschwert über Moshe, Hashem sagt ihnen, zum jedem Prophet zeige ich in Erscheinung, im Traum, im Schlafen,
Nicht so bei Moshe, mein Diener. Ich rede mit ihm Gesicht in Gesicht, Mund zu Mund. Also Hashem ist einzig und er ist präsent in mein Leben. Durch Hinweise, durch Signale, durch das, was mir passiert. So spricht Hashem mit uns. Das ist ein Weg. Wenn Hashem wollte mit uns kontaktieren, der hat gesucht seine Diener, die Propheten. Er hat uns gegeben eine Tora. Und in die Tora hat er gesagt, durch den größten Propheten, und die Tora wird nicht getauscht, dass diese Tora sollen wir seine Gebote halten. Und es gibt eine Belohnung und Strafe. Wenn ihr geht in meinen Weg, in die Tora und Mitzvot, Belohnung, Sachar, in dieser Welt, in kommender Welt, weiß ich nicht jetzt. Wahrscheinlich in dieser Welt, weil so steht geschrieben in die Tora. Hier, ihr geht in meine Gebote, ihr werdet bekommen Regen, Frieden, keine Pandemie. Ihr werdet nicht, dann schade. Und diese ganze Idee von Weltschöpfung, außerdem, dass er ist gut und er will eine Welt haben und er will einen Wohnort hier zu wohnen, diese Welt hat einen Plan. Dieser Plan hat Moschiachs Zeit und aufstehen die Teute. Was ist die Aufgabe von Moschiach im Judentum? Was ist seine Aufgabe? Moschiach hat drei Aufgaben. Eins, alle Juden und nicht die Nicht-Juden wissen, dass sie Juden sind, bringen nach Eretz Israel, Kibbutz Galuyot, und Kämpfe haben dafür. Zweitens, Bet HaMikdash an ihren Ort, dem dritten bauen für ewig. Und umkehren Tshuva alle Herzen von der ganzen Menschheit, dass sie vom steinigen Herz bekommen ein fleischiges Herz. Also Wiederholung. Was ist die Aufgabe von Moschiach? Drei. Vollversammlung von alle verlorenen Seelen. Juden, die nicht wissen, dass sie Juden sind. Goyim, die nicht wissen, dass sie Juden sind. Juden, die nicht wissen wollen, dass sie Juden sind. Alle von der ganzen Welt. Er wird sie alle sammeln zu einem richtigen Ort. Er wird bauen den Bet HaMikdash. Und er wird bringen ein fleisches Herz. Die Teute werden aufstehen, ja, lebendig, im Körper, um wieder zu belohnen. Der Körper, der hat sich so viel bemüht, Mitzvot zu machen in Physischkeit. Was ist Yehudi zu sein? Yehudi bedeutet Emuna und Praktizieren. Theorie und Praktikum. Lernen, wie man fährt das Auto, aber das Allerwichtigste ist fahren und erfahren das Leben. Es gibt nicht Emuna ohne Asiya. Es gibt nicht Emuna im Herzen, ohne das auszuüben. Es einflusst auf das ganze Leben. Darum verlässt der Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt an seine Weibe und sie werden zu einem Fleisch. Das bedeutet nicht nur Familie zu gründen, sondern die Vergangenheit, was er hat, Wissen und Gefühle Vater und Mutter zu verlassen, sich anhängen an Hashem, die Torah, die Mitzvot, die Shechina ist wie meine Frau und sie werden zu einem Fleisch, sich zu verbunden. Wie? Durch dem Kabbalat Ol Mitzvot, liebe Hashem, dein Gott, mit deinem ganzen Herz, mit deinem ganzen Vermögen und über ihm die ganze Zeit zu denken, wie ist meine Orientierung von meinem Leben? Durch Hashem. In alle meine Handlungen ist Gott. Beim Aufstehen, beim Duschen, beim Kleider, beim Geschäften, beim Gespräche, beim Essen, beim Schlafen gehen, bei E-Verkehr, in die Toilette, überall von morgen bis Abend,
überall von Rosh Hashanah bis Rosh Hashanah und überall von Geburt bis Tod. Um diesen Praktizieren des Judentums auszuüben, brauche ich auf mir zu akzeptieren, Samchut Chachamim, Emunat Chachamim. Emunat Chachamim bedeutet, einen Lehrer zu schaffen, der mir begleitet und das, auch wenn ich denke, der Lehrer ist nicht vollkommen, trotzdem, er ist derjenige momentan, der weiß mehr Torah als ich und er ist dazu entscheidend für mich, ohne auf mich mit guten Augen zu gucken. Das nennt man Samchut HaChachamim. Jeden Rebbe hat eine Funke von Moshe Rabbeinu. Und in jeder Generation muss man akzeptieren, der Rebbe von heute, so wie Moshe Rabbeinu damals. Iftach, der Sohn von die Hure in seiner Generation, wie Moshe Rabbeinu oder Shmuel in seiner Generation. Ich lebe hier und das ist mein Rabbiner. Ich muss ihn akzeptieren und Emunat Chachamim zu haben. Das ist unsere Zusammenfassung von die Emuna. Und Emuna ist nicht nur die Herzenswissen, dass das wird mein Leben Sinn schenken, so wie eine hat Emuna, dass Sport wird ändern sein Leben, sondern das ist auch eine Bitachon, eine Sicherheit, eine Schutz, eine Zuversicht, eine Klarheit, dass das ist das Wichtigste an meinem Leben. Das ist nicht mein Lebensbegleiter, sondern das ist mein Leben. Das ist nicht irgendwo noch etwas in mein Leben, sondern das ist mein Leben. So, wenn ein Kind ist geboren, wünscht man ihm, soll er wachsen zum Torah, zum Chupa und zum Maasim Tovim, zu guten Taten. Also das ist der Wunsch im Judentum. Torah, Familie und Wohltätigkeit. Das ist der Grund, wie will man. Und Hashem will, dass wir hier in dieser Welt die ganze Zeit ihm einen Wohnort schaffen, dass er hier bei uns bequem fühlt zu wohnen. Das Hashem ist immer über uns und achtet auf uns und prüft unser Herz und Nieren, ob wir ihm richtig dienen. Der Mensch schaut nach außen und Hashem schaut im Herzen. Solange Menschen sind mir wichtiger als Hashem, ich bin noch an die oberflächliche Stufe in mein Leben. Das heißt, Hashem weiß ganz genau, was bei mir im Herzen. Menschen können es nie erkennen. Menschen schauen auf die Äußerlichkeit. Sogar große Menschen. So wie Prophet Shmuel sieht beim Kinder von Yishai, der ersten Sohn Eliav, dass er ist der richtige König zu sein. Er ist schön, er ist hoch, er ist klug, er kann gut reden. Hashem sagt ihm nein. Es ist nur nach außen. Nach drinnen ist er ein wütender, ein zorniger. Und Hashem schaut in dem Herzen und der Mensch schaut auf dem Äußerlichkeit. Klar? Okay. Shabbat. Der Zeichen zwischen Hashem und sein Volk ist Shabbat. Es gibt zwei Gründe, warum wir Shabbat halten. Eins, weil sechs Tage schuf Hashem Himmel und Erde, das Meer und alles, was drauf. Und er hat geruht am siebten Tag. Darum gesegnet Hashem den Shabbat-Tag und ihm geheiligt. Und ich muss an dem Tag den Shabbat heiligen.
zweiten Grund, weil du warst eine Sklave in Mitzrayim und Hashem hat dein Gott dich befreit und deshalb du sollst an dem Tag ruhen. Am Shabbat gibt es Gedenke dem Shabbat, das ist die Gebote von Shabbat, Kiddush, Mahlzeit, Suda, Kleider, Tfilot. Aber die größte Sache von Shabbat ist Hüte dem Shabbat. Das, was steht geschrieben im 5. Buch Moshe. Und das hat Moshe Rabbeinu gebracht beim zweiten Mal. Sie ist mehr relevant zu Juden. Und das ist die 39 Melachot. Als Hashem wollte eine Mishkan, eine Stiftzelt in die Wüste, hat man dort alle gearbeitet. Hauptsächlich die 39 Melachot lernt man, dass auch wenn man baut die Mishkan, darf man nicht Shabbat zerstören. Die alle 39 Melachot kommen in 4 Kategorien. Korbanot, Opfer, Brot, Stoffe und Bauen. In dem Mishkan hat man doch Korbanot, Tiere geopfert. Alles, was hat zu tun mit Tiere, hat zu tun mit dem Melachot am Shabbat. Darf man am Shabbat nicht jagen, darf man am Shabbat nicht schächten, darf man am Shabbat nicht die Haut vom Tier ausziehen und so weiter. Brot, ja, darf man alle Melachot, die haben zu tun mit Brot, am Shabbat nicht machen, nicht sehen, nicht sortieren, nicht drechen, nicht kneten, nicht kochen, nicht backen. Alle Melachot, die haben zu tun mit Brot, weil in Beit HaMikdash hat man jeden Tag gebackt Brot, Lechem, Hapanim. Die dritte Kategorie heißt Badim, Stoffe. Alle Sachen von Textil, Leder, die Wolle, die hat man gefärbt, die Wolle, die hat man gewaschen, alle Sachen von Textil, was hat man in die Stoffe, in die Gardinen, in die Wände von Mishkan genutzt, das ist uns auch heute alles nicht erlaubt. Und die dritte, die vierte ist Bauen. Die Holz zu schneiden, zu schreiben, welche Nummer baut man eine neben dem anderen und so weiter. Also, Moshe Rabbeinu saß auch im Stiftzelt und er hat geschrieben die Tora. Deshalb darf man auch nicht schreiben. Und hat man auch auf die Wände, so wie man baut eine Sukkah, schreibt man Alef, Bet, Gimel, um zu wissen, welche Wand passt zu jedem Wand, jeden Hausmeister, wenn er baut aus die Sukkah von der jüdischen Gemeinde. Er will nicht jedes Jahr zerbrechen dem Kopf, welche Wände liegt wo. Da schreibt Chad, Stein oder und so weiter. Gut, also die 39 Melachot, die kommen von dem Stiftzelt, haben 4 Kategorien. Korbanot, Lechem, Badim und Bnia, so wie Beit. Natürlich, die 39 Melachot, die heißen Avot, so wie Papa. Aber sie haben eine Anleitung von den 39 Melachot. Zum Beispiel nehmen wir den Oberbegriff Textil, Stoffe. Darf man am Shabbat nicht Wolle färben, okay? Oder waschen. Damit soll die Wolle soll werden von grau-weiß. Oder zu machen die purpur, hellblau oder
Rot, Purpur, was war im Tempel. Heute, was kann sein? Eine ist am Schabbat und ups, auf seinem Hemd spritzt ein bisschen Wein. Er kann nicht nehmen ein feuchtes Tuch und machen, so wie er macht am Donnerstag, abwischen. Warum? Weil das ist eine Tolada, das ist ein Kind von einer Ableitung, von Waschen, von Oberkategorie Stoffe. Okay? Also immer alle 39 Melachot leiten sich von diesen vier, was war im Tempel, mit ihrer Unterkategorie 39. Unter die 39 kommt das zum 3000. Also Gesetze vom Schabbat kann man lernen von hier bis 1000 Jahre noch nicht zu Ende kommen. Aber deshalb soll man jeden Schabbat mindestens zwei Halachot lernen. Weißt du alle Gesetze vom Schabbat? Oh, schön wäre es. Ich versuche, die Gesetze vom Schabbat langsam zu lernen. Das beste Buch von Schabbat-Gesetze ist Shmirat Shabbat Kehilchata von Rabbi Joshua Neubirth. Das gibt auf Englisch und auf Hebräisch. Und natürlich, wenn ihr sitzt mit einer Rabbiner und er will mit euch lernen Halachot, wenn das ist am Schabbat, sagen immer Ilchot Shabbat. Ilchot Shabbat und am Schabbestisch ist immer gut, zwei Halachot zu lernen, und man lernt nie aus. Außer die Melachot, unter diese vier Kategorien, 39 Melachot, gibt es auch Mukze. Weil, warum soll man nicht Auto fahren am Schabbat? Weil Auto beim Zünden, der Starter macht eine Feuerfunke. Und diese Feuerfunke kommt von Tolada, von Schabbat. Und genauso alle anderen Sachen, die ihre Zweck und Grund sind für andere Sachen. Smartphone, Kuli, Bleistift, Schere, die alle Sachen gehören zu Melachot Shabbat. Und weil die gehören zu diesen Oberkategorie, die sind am Shabbat Mukze. In ein Zitat, Shabbos ist ein Tag, die in allen Bereichen anders aussieht als der Wochentag. Anders kleiden, anders gehen, anders reden, anders essen. Am Schabbat kann man nicht mehr Neues kreieren. Die Kreation ist bis Freitagnachmittag. Gut. Am Schabbat soll man drei Mahlzeiten essen, zweimal Kiddusch machen, um dem Schabbat zu gedenken, Kerzen zünden, auch Männer, wenn keine Frau zu Hause ist. Jeden Schabbat guckt man im Kalender, wann ist Schabbes Eingang und wann ist Schabbes Ausgang. Jeden andere Definition ist nicht gesund zum Schabbes Eingang. Nicht Sonnenuntergang und nicht drei Sterne, und das ist alles gut und fein. Man braucht Kalender, da gibt es sehr viele Einzelheiten, und in jeder Stadt, wo man fährt, soll man Schabbat nach dem Kalender nehmen, und es ist immer Zeit vor dem richtigen Schabbat-Eingang. Bei manchen Gemeinden halbe Stunde, manche 45 und so weiter und so fort. Man kann nicht warten bis der letzte Moment. Nur Hashem weiß genau die Timing. Wir nehmen immer ein bisschen Sperr beim Schabbes-Eingang und ein bisschen Sperr beim Schabbes-Ausgang. So wie bei den Häusern, bisschen Sperr unten bei der Länge und ein bisschen Sperr bei der Breite, wenn man doch ein bisschen isst. Sonst, die Häuser sind nicht gut. Man soll immer Chance haben, die Häuser weiter zu verlängern.
Es gibt jeden, die mögen den Schabbat früher einnehmen und später annehmen, so wie es steht geschrieben in Talmud. Es wäre schön, dass ich Schabbat einnehme, so wie die Juden in Tiberius. Die nehmen Schabbat so früh und den Schabbat-Ausgang so nehmen, wo die Juden in Galiläa in Zippori. Die haben immer den Schabbat ganz spät genommen, raus. Und soll man nicht gleich beim Schabbat-Ausgang gleich rennen zum Smartphone, Zigarette, tagtäglichen Routine, weil da zeigt man, dass die Schabbat ist ein Joch. Und wenn etwas ist ein Joch, will man schnell loswerden. Gut, also wir haben gesprochen über das Thema Emunah, wir haben gesprochen über das Thema Schabbat und jetzt sprechen wir über das Thema Tfilot, Gebete. Die Tfilot, die Gebete wurden anstatt dem Korban Tamid eingeordnet. Im Bet HaMikdash, es war eine Korban-Opfer morgens und eine Nachmittag. Seitdem die Bet HaMikdash ist zerstört, wir bezahlen anstatt Rinder mit unseren Lippen. Unsere Weisen sagen in Talmud, die Gebete haben unsere Väter gemacht. Avraham, Schacharit, so wie es steht geschrieben, Vayashkem Avraham Baboker. Avraham ist aufgestanden morgen früh. Interessant, die zweite Buchstabe von Avraham ist Bet, Boker. Yitzhak ist Tfilat Mincha. So wie es steht geschrieben, der Yitzhak ist gegangen zu spazieren in dem Feld. Wann ist das? Mittag. Die zweite Buchstabe von Yitzhak ist Zoraim. Und bei Jakob steht geschrieben, dass er es gekommen vorab am Abend. Bei Yolem Balailo, als er ist weggelaufen von Esav, von Beersheba zu Chorono, hat er gebetet. Das war schon Nacht. Die zweite Buchstabe von Jakob ist ein Erev. Das wichtigste Gebet im Judentum ist Schma Israel. Das Wort Schma ist die drei Gebete am Tag. Shin, Shacharit, Mem, Mincha, Ein, Arvit. Manche sagen auch Ma'ariv, aber das heißt Shacharit, Mincha und Arvit. Beim Tfilah ist alles wichtig, aber es ist wichtig zu wissen, dass außer die Gebete, die normal gebetet, es wird dreimal in die Woche in die Tora gelesen. Montag, Donnerstag und Schabbes. Weil Moshe Rabbeinu ist gestiegen auf den Berg Montag und gekommen Donnerstag, weil es ist Market-Tag gewesen oder soll nicht drei Tage vorübergehen, ohne Tora zu lernen. Deshalb Montag, Donnerstag und Schabbes. Es gibt bestimmte besondere Tage, wie Schabbat, Feiertag, Rosh Chodesh. Beim Schabbat und am Feiertag fällt aus alle persönlichen Gebete. Man betet nicht über Parnasse, nicht über Heilung und Medizin. Und die ganze Shmona Esre, die Yom Chol, Wochentag, gebetet wird, am Schabbat und am Feiertag, ist das weg. Am Schabbat gibt es noch ein zusätzliches Gebet, die heißt Musaf, um zu erinnern, dem Zusatzopfer im Bet HaMikdash, und das macht man auch am Rosh Chodesh und auch am Feiertag. Zum Gebete gehört auch Brachot, Segensprüche zu Hashem. Und die Segensprüche, die Brachot, die sind verteilt auf drei Kategorien. Brachot zum Genuss, Mango, Eis, Espresso, Genuss,
Kuchen, Brachot auf Mitzvot, Asher Kideshanu be Mitzvotav, Lulav, Matzah, Chanukka-Kerzen, Shabbos-Kerzen, Brit Mila, Mikve, Geschirr, Kasher, Schächten, das ist alles Brachot auf Mitzvot. Und die dritte Kategorie ist Brachot auf Lob und Danke. Wie nach die Toilette, Asher Yatzar, Regenbogen, Reiseweg, Tfilat HaDerech, gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, Sonne, Mond segnen, die alle Sachen gehören zum Lob und Danke. Bei Mitzvot vom Genuss, bei Brachot vom Genuss, es ist wichtig zu wissen, die ganzen Brachot von Hamaga Esh. Hey Amoizi, Memezonot, Gimel Gofen, Ein Eitz, Adama und Sherkol. Und danach auswendig Beurene Foschers und wissen, wann zu sagen Me'en Shalosh und wann Birkat Amazon. Bei Lob und Danke muss man unbedingt wissen auswendig Asher Yotzer. Der Mensch geht ein paar Mal am Tag in Toilette. Er kann nicht jeden Tag nehmen ganze Tag Sidur mit. Und Asher Yotzer sagt man auch nicht laut. Der Chassid Reuven Dunin hat gesagt, das was man leise macht, wird auch leise gebetet. Also braucht man nicht laut Asher Yotzer. Und die Brachot auf Mitzvot, natürlich muss man wissen, den täglichen Brachot auf Mitzvot, Mitzvot Tzitzit, Leitatef Bezitzit, Lehoniach Tfilin, Asher Kideshanu Bemitzvoyso Vezivonu Al Netilat Yadaim. Also es gibt täglichen Mitzvot, die wir machen. Natürlich, wenn Levi geht mit neuem Geschirr zum Geschirr-Mikwe, in die kleine Mikwe gibt es ein großes Schild. Baruch ata Hashem, Elokeinu Melech Olam, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vezivonu Al Tvilat Keilim. Also das kann man öffnen, Sidur oder Smartphone zu gucken. Aber die Brachot, die man regelmäßig auswendig, an Netilat Yadayim zum Beispiel, der Mensch geht nicht die Hände waschen und öffnet Sidur nebenan, Asher Kideshanu Bemitzvotav, diese Brachot, die man übt, Mitzvot, diese Mitzvot, die praktizieren wird, Talit, Tfilin, Netilat Yadayim und so weiter, das soll man auswendig lernen. Kiddush zum Beispiel muss man nicht auswendig. Birkat Hamazon muss man nicht auswendig. Aber es gibt Sachen, die man auswendig unbedingt lernen muss. Asher Yotzer, Borei Nefashot, Modeh Ani, du kannst nicht morgen früh Modeh Ani sagen in Handy, weil man darf nicht die Handy anfassen. Also muss man zuerst Modeh Ani machen. Gut, also da haben wir schon drei Themen zusammengefasst. Wir haben geredet über Emunah, wir haben geredet über Shabbat, wir haben geredet über Tfilot und jetzt die vierte und vor die letzte Zusammenfassung ist Kashrut. Du bist das, was du isst. Koscher essen ist nicht eine Empfehlung. Ist eine Pflicht. Ist eine Mitzwe. Und alle mentale Gefühle, Gedanken, spirituelle, seelischen, Gehirn, Intellekte sind abhängig von dem Essen. Die Grund von Kashrut ist Spiritualismus, Gottes Gesetz, um uns zu heiligen und absondern, dass wir nicht verderben zwischen alle Völker, die damals in Israel beunreinigt mit allen Sachen. Damit, dass wir uns offene Kanal haben zu Hashem. Kashrut ist sehr wichtig und
Es ist sehr leicht, koscher zu halten, wenn man ist vegetarisch und man verzichtet auf Fleisch und Milch. Aber wenn man will doch richtig koscher halten, gibt es sehr viele Regeln. Und da muss man auch Step by Step steigen und es ist sehr, sehr schwierig bei Kashrut. Da gibt es Familie, Verwandte, Freunde, Geschäfte und es gibt viele Leute, die wollen Kashrut machen. Wollen ist eins, ausüben zwei ist schwierig. Deshalb muss man richtig sich beraten lassen mit dem Rabbiner, bei jeder Möglichkeit, was gibt es zu tun, zu machen, damit soll man nicht verletzen, Gespräche, Familie, manchmal eigene Mama und so weiter. Wie soll man es machen, um richtig koscher zu essen und finden die Lösung, bei Hashem und bei Menschen loyal zu bleiben. Der Mensch lebt nicht nur für sich, er lebt auch für die anderen. Und man braucht eine Interaktion, man kann nicht alleine leben. Man braucht schon wissen, wo man ist, bei wem man ist. Und Kashrut ist eine von den schwierigsten Themen im Judentum. Da gibt es sehr viele Grenzen, Schwierigkeiten. Und insbesondere, wenn man fährt Urlaub, und das Frühstück ist inklusiv und man kann nichts essen, da ist das in eine große Versuchung. Je mehr der Mensch arbeitet auf seine leidenschaftlichen Essengier und geht auf gesunden, vitale, natürliche Nahrung, geht ihm leichter. Je mehr er sucht Luxus und Delikatessen, geht ihm schwieriger. Deshalb Kashrut ist eine Sache, die man sehr viele Einzelheiten lernen muss, aber nicht nur beim Essen, sondern auch in die Küche zu Hause, auch in die Geschirr. Und eine von den wichtigsten Sachen beim Kashrut ist auch die Kashrut von den Geschirr. Nicht nur kaschern, sondern auch in Mikwe gehen und achten zwischen milchig und fleischig. Hat man gegessen milchig, soll man warten eine Stunde. Hat man gegessen fleischig, soll man warten 6 Stunden. Andere Geschirr, andere und so weiter und so fort. Und insbesondere beim Obst und Gemüse zu wissen, wie zu waschen, wie zu putzen und zu wissen, nicht Würmer essen. In Israel ist die Sache umso schwieriger, komplizierter. Da gibt es noch sehr viele Regeln von Schmitte. Am letzten Schabbat hat uns eine gebracht, eine Flasche, die noch heilig vom 7. Jahr von Schmitta, das kann man nicht trinken. Es ist peinlich. Und der Gastgeber fragt, warum wir das nicht trinken? Also in Israel gibt es noch viele und auch im Ausland muss man achten, wenn man kauft Wein, dass der Verkäufer das nicht in einem Angebot jetzt macht, weil es hat ein Problem von dem 7. Jahr. Das heißt Schwiit. Also da muss man, das soll jeden Rabbiner in seiner Gemeinde erklären, seinem Talmidim, was bedeutet Wein, Ozar Bedin, Schwiit, Gdushat Schwiit, diese Wein darf man nicht schütteln. Diese Wein ist Probleme wegzuwerfen, also große, große Schwierigkeiten, wenn das ist. Deshalb manchmal ist es besser, einen guten, koscheren italienischen Wein oder einen französischen, und dann hat man wenig Probleme von israelischen Gdushat Schwiit. Ich will Gott behüte, Gott bewahre, ich bin der letzte Anti-Israel-Produkt vermarkten. Soll ich nicht klingen jetzt, ich bin sehr pro Israel, sehr pro Produkten von Israel, aber wenn es hat zu tun mit Kashrut, da soll man doch achten und wissen, dass auch von Israel gibt es noch mit Obst und Gemüse noch dazu verschiedene Einschränkungen und dass man es wissen soll. Wir gehen zu dem letzten Thema, die sehr, sehr wichtig ist. Judentum und Jiddischkeit zu leben bedeutet, immer Update zu machen. Das heißt, immer gebunden zu der Gemeinde, zu dem Wochenabschnitt,
zu guten Website, zu guten Shiurim, zu guten Gruppe, zu guten Clique. Man muss immer die Daten aktuell und relevant updaten. Sonst geht man verloren. Es ist eine Pflicht, irgendeine Zeitung oder irgendeine Zeitschrift abonniert zu werden, um zu lesen am Schabbes. Iton Mishpacha, Kfar Chabad, Bet Mashiach, Jüdische Allgemeine, weiß ich nicht. Ich kriege von niemand Prozenten, steht mir nicht zu empfehlen. Aber oder selbst vor Schabbat nicht geizig zu sein und gehen in einen Copyshop und sich drucken lassen, viele Blätter, die der Mensch interessiert, vor Schabbat zu lesen. Es war zeitlich, habe ich gedruckt vor Schabbat, sehr viele Seiten, um zu lesen. Das ist genauso wichtig wie Essen vorbereiten zum Schabbat. Auch spirituelle, mentale, intellektuelle Nahrung zu vorbereiten, so sei interessant. Sonst, ich will nicht unterschreiben, dass der Mensch alleine am Schabbat nicht die Neigung hat, sich im Internet, im Telefon, in Facebook wieder sich zu kontaktieren. Sehr, sehr schwierig, sage ich dir. Ohne Gemeinschaft. Mit Gemeinschaft Schabbes ist wunderbar, alleine Schabbes ist ein Stück Strafe. Es ist sehr langweilig und wenn man sich das dazu, ja, von Zeit zu Zeit braucht der Mensch so eine Schabbes alleine, es ist nicht schlecht, der Kopf ist ganz frei, kann man gut schlafen und gut beten, aber da muss man auch sich vorbereiten, den Schabbat schön zu machen. Für Schabbat soll man viel lesen, Sipurei, Torah und Tanach. Das heißt, soll ein Mensch in einem Jahr soll die ganze Torah lesen und sehr viele Kapitel von Propheten. Also wenn er liest diese Schabbat Chayei Sarah, dann soll er lesen die Prophet von die Haftara über Krönung von König Shlomo nach dem Tod von David und so weiter. Also immer nicht bleiben nur beim Torah lesen, sondern auch Propheten und Schriften dazu bereichern. Dass jeder Jid, der will sein Judentum verbreiten, soll lesen viel Tanach, viel Bibel. Es kann nicht sein, dass es gibt Goyim, die können so gut schwimmen auf dem Rücken und auf dem Bauch in dem Tanach und Jiden, die behaupten, die sind gute Jiden, haben keine Ahnung, wer ist Gidon und wer ist Shimshon. Sie können nicht reden über Shimshon mehr als 2 Minuten, außerdem, dass er war mit Haare und er konnte die Säulen in Aschkelon erbrechen. Und du sagst dem Mensch, erzähl mir 5 Minuten positive Sachen von Shimshon Agibor. Von Shimshon? Was soll ich dir erzählen? Und deshalb, alles ist wichtig zu lernen, soll man machen einen Plan. Natürlich, es gibt Sachen, die muss man immer auswendig wissen. Was schuf Hashem am jeden Tag? 10 Gebote, dem Namen von unseren Väter und Mutter, die wichtigen Paare in die Torah, Moshe, Zipporah, Elisheva, Aaron und so weiter, wissen immer, wer sind die, wer vertretet Moshe und bekommen eine Ahnung von Torah mindestens in die Stufe Bibel für Kinder erzählt. Und wenn der Mensch ist müde, anstatt zu gucken, weiter Nachrichten, es ist nicht so gut, aber es ist nicht so schlimm, soll er gucken, Videos David und Goliath, Jeremiah, Rahab, verschiedene Filme, und auch wenn die sind nicht ganz koscher, soll er die jüdischen Funken davon rausnehmen und
gucken noch einmal meine Schuhe von heute Morgen über Funken sortieren, in jeden, fast in jeden weltlichen Methode gibt es was Gutes mit zu nehmen. Und das Allerwichtigste ist, dass Hashem ist ein sehr geduldiger Vater, der sehr freut und Anerkennung bekommt, wenn wir seinen Namen, seinen Ruf in dieser Welt gut vermarkten. Wir sollen auch nicht vergessen, dass in unserem Kalender sind nicht nur Feiertage von Torah, sondern sehr viele Feiertage von unseren Weisen, die dazu gefügt. Da braucht man auch alle 12 Monate, wenn nicht auswendig können, dann mindestens wissen, wenn man sagt, den Namen von dem Monat, was gibt drinnen. Monat Schwat, Tubischwat. Monat Adar, 7. Adar, Moshe Rabbeinu, Purim, Fasten Esther. Also soll man wissen, wenn man sagt, den Namen von dem Monat, was steht drauf in die Kalender. Also, man kann nicht jetzt sitzen und lernen, die Schreche, Schwank, Islefte, Wet, Schwata, Dani, Sani, Yasi, Wanta, Musa, Velul. Schwierig. Das ist, als ob ich muss jetzt lernen, Januar, Februar. Wenn du bist nicht dran, hochgewachsen, es ist schwierig. Aber was ist doch einfach zu lernen, ist Kislev. Kislev, leicht zu merken, Chanukka, 25. Kislev. Bist du ein Lubavitcher? 19. Kislev, der Lubavitcher Rebbe ist befreit vom Gefängnis. Also jeder soll dazu seine Feiertage dazu lernen. Also machen einen Selbsttest, schreiben die 12 Monate und einfach schreiben Nisan, ja, Nisan, Pesach. Sehr gut. Und so weiter, jeden Monat. Was gibt in diesem Monat, die ich wissen muss? Besondere Feiertag, biblische Tag, jüdische Erinnerung, Lag Baomer, 17. Tammuz, 10. Tevet. Also muss man wissen, unbedingt den ganzen Kalender, wie zu leben. Was ist das? Und wenn man die 5 Aspekte, Emunah, Shabbat, Gebete, Kashrut und Geschichte übt, dann ist man sozusagen wunderbare Fundament, um die ganze Zeit sich die Torah und Mitzvot und Maasim Tovim immer zu steigen und nie denken, ich weiß schon genug. Man lernt nie aus. Es ist, die Torah ist weit wie ein Land und tief wie ein Meer. Viel Erfolg, und wenn jemand spürt sich einen Mangel in seinem Judentum und er will in einem Bereich mit mir Shiur zu vertiefen, ich stehe zur Verfügung, kontaktiere mich bitte. Shkoyach.